Also es gibt so Sätze von Kindern, ich sage Ihnen, ich kann Ihnen das nur empfehlen, es ist, also es erweitert den Horizont ungemein. Ja, ja. Wenn dann ein Kind, zum Beispiel mit einer Kindergruppe, habe ich philosophiert zum Thema, was ist eine Beziehung oder was bedeutet Beziehung? Genau. Und der hat mir wirklich ganz genau erklärt, den Unterschied zwischen Bezug und Beziehung. Ja. Ja. Unglaublich. Ja. Ja, das ist schon gut. Ich kann es jetzt nicht nachmachen, ja, aber der hat es wie ein, als hätte er das schon das 100 Jahre studiert, hat er gesagt, ich muss als Mensch zu allem einen Bezug haben, ja, beziehungsweise wenn ich einen Bezug hergestellt habe, habe ich automatisch eine Beziehung zu dem, wo ich den Bezug hergestellt habe. Und ich dachte, Okay. Wie alt bist du? Nein, der war 8, okay. So 7, 8. Erste Volksschule oder Grundschule bei euch. Volksschule, das auch noch verstanden. Ich wollte nochmal zurückgehen auf die Frage vorhin. Und zwar geht es hier dabei eigentlich um die Möglichkeit oder um die Fähigkeit, dass wir uns verändern können, weiterentwickeln können. Ne? Mhm. Und die frühen Prägungen, die wir also in der Kindheit erleben, die sind, sind natürlich schon sehr starke Pfähle, die da gerammt worden sind für unser Leben. Mhm. Und dazu kommt natürlich auf der anderen Seite das reine Wissen. Ne? Also auf der einen Seite Prägungen, auf der anderen Seite also Wissensfakten. Mhm. Ich denke, die Wissensfakte kann man leicht ändern. Und nach dem, was die Traumatherapeutin Rettmann, sagt Ihnen wahrscheinlich was, gesagt hat, bei den traumatischen oder bei den starken frühen Prägungen bleiben natürlich immer Narben zurück. Mhm. Das wird sich auch nie ändern lassen, aber eine Veränderung grundsätzlicher Art sieht sie durchaus für möglich. Ne? Sie bringen mich zu etwas ganz Spannendem, an dem ich seit 6 Jahren arbeite. Ich arbeite gerade an so einem Satz von Themenkarten. Und da gibt es für mich so, ich habe das so Kriterien genannt, da gibt es in der Psychologie die Big Five, wer das Big vielleicht Five, kennt. Ja. Ja, die Big Five. Und in der Philosophie gibt es auch so Persönlichkeitstypen und mit denen habe ich gearbeitet. Ich habe einfach versucht, welche Kriterien brauche ich, um einen Menschen in diesem Sein zu beschreiben. Mhm. Höchst spannend, sehr erfüllend, nur die Arbeit. Ja. Ich bezwecke damit gar nichts, ich habe mich dafür interessiert und jetzt vielleicht machen wir was draus, aber es ist alles nicht so wichtig. Sie meinen die Prägung und das Wissen. Jetzt frage ich Sie, und was ist mit dem Glauben und was ist mit Gefühlen? Lassen wir die weg. Nee. Und das sehen Sie, wenn ich will jetzt nur, was Sie sagen, das Wissen und die Prägung, da gehört für mich aber, wenn ich jetzt den Bogen übers Menschsein spanne, was ist, also der Glaube zum Beispiel, wir erzeugen ja, alles Wissen in uns produziert ja auch eine Form des Glaubens, wie diese Welt funktioniert, oder nicht? Also ich glaube, das können Sie nicht glauben. Haben Sie das gesagt? Entschuldigung, dass ich. Das ist spannend, ja. Dass der Glaube nicht aus dem Wissen folgt, sondern aus dem Wissen keine Schlussfolgerungen gezogen. Sie sind aber ein Handschuh. Die Beweisbar sind, die Wahrnehmung. Weil der Glaube dorthin geht, wo das Wissen oder nicht mehr, wo es keinen Weg mehr gibt. Wenn wir anfangen zu philosophieren oder so. Da hätten wir ein heißes Gespräch, glaube ich, jetzt, oder? Ja. Ich habe mal gerade jetzt kürzlich. Also entspannend jetzt mein Lieber. Ja, das ist ganz spannend. Einen Beitrag gehört von einem Sinologen, also einem Professor für chinesische Philosophie. Mhm. Wir müssen ja jetzt allmählich mal anfangen, uns auch ein bisschen mit den Chinesen zu befassen. Mhm. Und er hat also gesagt, unsere westliche Philosophie geht von Plato nach Kant, Erkenntnistheorie, die berühmten vier kantischen Fragen, die er weiter referiert. Was kann ich wissen, was soll ich tun, kann ich hoffen, was darf ich hoffen, glauben, was darf ich hoffen, und die letzte Frage, was ist der Mensch, wo Angelus de Lesbos, ja, der war ja kein spillender Mönch, der Angelus de Lesbos, hat in Padua mit Summa Cum Laude Medizin, war Hausarzt eines
wie heißt er, der Herr eines Herzogs? Ja. Also der war kein Mann in der Klause und der hat gesagt, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin nicht, was ich weiß. Ja. Ein Stück von dieser Welt, ein Pünktchen und ein Kreis. Mhm. Also, und Sie kennen ja seine Zweizeiler nicht. Ja, ja. Manche denken ja, das sind blöde Limericks, aber die sind voll eigentlich gut. Also ich war es nicht, sage ich gleich. Ich bin aber jetzt komme ich auf Chinesische. Also. Der Chinesische, der hat einen Strich und ein Viereck in der Mitte. Ja. Und das heißt Mitte. Mhm. Und der gute Kaiser, also man will Herrscher werden. Alle wollen Alpha-Tierchen werden, aber nur wenige sind auserwählt, viele sind Wurmwerder. Und der Kaiser, der sagt gar nichts. Der wirft durch Präsenz. Und also im Sinne von Elvis Presley, der wurde mal gefragt, ob er Noten lesen kann. Also so vom Akademiker, dann hat er gesagt, I don't know anything about music. Someone like me doesn't have to. Ja. Nicht, das ist diese Präsenz. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja. Und das sind die Kinder auch. Da gibt es ja auch sofort Gruppendynamik in der. Ich habe 5 Enkel oder in ihrer Klasse, das wissen Sie auch. Das sind welche, die einfach durch Präsenz wirken. Mir fällt zu Ihrem Zitat ein von so einer. Ja, hallo. Ja, ja, Lade ist unglaublich bewegt. Also ich habe ihm, bevor ich gekommen bin, habe ich dir geschrieben, du bist ein Wirbelsturm in der Kunst, also für mich. Und mir fällt zu dem Zitat noch ein von Tom Waits, der Satz, I didn't know the East until I moved to the West. Und ich glaube, dass das auch so eine Arbeit mit Kindern ist und mit sich selber, das was Sie jetzt auch sagen, über sich selbst Bescheid wissen und sich gleichzeitig auch aus sich selber herausnehmen können, im Vertrauen, dass es nicht fertig ist. Ja. Ja, Vertrauen, was Sie gesagt haben, dass man Schutz hat als Kind, ja, dass man jetzt Vertrauen überlebensfähig auch, ist. Auch in die Welt. Mein Enkel, der wurde mal drohte von einem Böschung abzurutschen. Mhm. Mein eigener Sohn, der war so 4 oder 5, da hat gesagt, lieber Berg, halt mich fest. Also ja. Eigentlich sollte er sich ja festhalten, ne? Aber das lieber Berg, halt mich fest. Ja, ja, ja. Der Berg also hat sich festgehalten. Urvertrauen. Ne? Ja. Präsenz. Und die Position halt auch zu wechseln, ja. Also dann... Ja. Schön. Ja. Gut. Wenn es noch mehr interessiert, ich habe von unserer Akademie auch noch Flyer da, Sie können noch ein bisschen was nachlesen. Oh ja. Du musst aber nach Wien fahren. Danke, Lado, für die Frage. Ja, Flyer, ich weiß nicht, was Sie vorhaben. Das war doch ein wunderschöner Abend. Ja.